So, da sind wir auch schon wieder. So, jetzt haben wir rausgefunden, was denn jetzt so Verbundholzmaterialien und sowas sind. Aber das muss man, glaube ich, erstmal freischalten, ne? Oh. Modernes Forschungspapier, alles klar. Das können wir uns erstmal abschminken. Machen wir schon wieder Holz. Entweder mache ich Holz oder Stein oder hinten Abbau. Irgendwie. Also wir haben da noch ein bisschen Holz, das können wir erstmal rüberbringen. So. Da unten ist es ja. Zack, zack, zack. Dann müsstest du eigentlich hier wieder weitergehen. Oh, das sind aber auch nicht mehr so viele. Wie viele fehlen denn da noch? Okay, 20 Massivholz. Wie viel stellt er noch hier? War das 5, 6? 5. Da können wir ruhig nochmal 20 Stück nachmachen. So, dann können wir uns nämlich darum weiter kümmern. Und dass wir nochmal kurz ein bisschen was schnabulieren. Da sind wir wieder voll. So, Leben haben wir jetzt hier rausgeholt. Sehr schön. Vielleicht kommt auch noch ein bisschen Sand mit dazu. Aber Sand ist nicht das Übel dieser Welt. Dann können wir mich gleich wieder umwandeln zum Mörtel. Mörtel. Ja, nehmen wir das auch mit. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das mit der Glasverarbeitung und sowas machen. Das wird, glaube ich, auch noch mal lustig. Aber ich glaube, Glasverarbeitung habe ich, glaube ich, auch noch nicht, oder? Mal gelernt habe ich. Also, was heißt gelernt habe ich das? Also, das Buch habe ich gelernt. Aber. Papierherstellung. Achso, der zeigt mir gerade an, wie weit die Forschungspapiere sind. Ah, ja. Die Glasverarbeitung. Bergbau. Verbundene Werksräume 1. Verringert die Kalorienbedarf. Das hört sich gut an. Pottery. Schnellere Klasse, aber noch haben wir noch nicht. Haben wir denn noch irgendwas? Da haben wir gerade eben alles durch. Ach nee, ja. Reduziert die Raumanforderungen den Tisch um 0,2 betrifft. Auf Eigentum erhöht die Raumanforderungen Tisch um 0,2. Ressourcen um 5, ja, dann nehmen wir das doch. Weniger Ressourcen. Das hört sich doch besser an, würde ich sagen. So, Schreinerei haben wir hier auch noch irgendwas. So, was ist das hier? Ah, das ist schon schmelzen. Okay, sammeln haben wir gar nicht. Lagerfeuer haben wir auch nicht. Jagen hat Mieser. Grundtechniken kommt so langsam sicher hinterher. Oh, da haben wir schon 7 erreicht. Nice. Papierherstellung. Genau. Gut. Haben wir das auch gemacht. Jetzt haben wir hier schon mal einen kleinen Durchgang. Das ist schon mal super. Ach ja, so. Mal ganz ein bisschen wegräumen bis da vorne. Eigentlich müssten die da oben eigentlich auch alle weg. Aber hier sind voll viele Fische drin. Weiß auch noch nicht. Vielleicht kriegt das Gemeindehaus auch ein Spa oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwie so. Bin mir noch nicht so ganz so sicher, wie das laufen wird. Buntstoffe. Okay, aber das läuft auch noch. Und die laufen beide gerade ineinander über. Kein Kraftstoff mehr. Das ist Mist.
Ich hatte das letzte Mal doch so viel Holz wieder besorgt. Wo ist das denn alles schon wieder hin? Mann. Ja, fall mir doch nicht im Weg rein. Der ist einfach. Ja, nicht wegfliegen. Nicht wegfliegen. Achso. Ist schon fertig. Dann kriegt er erstmal 20 Stück da wieder rein, damit er erstmal Ziege herstellen kann. Der Boden ist wichtig. So, kann ich schon mal arbeiten. Dann hole ich noch mal kurz die letzten Zähne weg. War der nicht hier? Da. Und da. Da wird wieder rumgemeckert im Fußballspiel. Hui. So, dann kannst du da mich noch rein. Die 10 da mich noch auf. Dann kann Portugal auch weitergemacht werden. Ich meine, eigentlich könnten wir uns auch noch mal kurz hinlegen. War hier nicht noch mehr? Ach, natürlich. Immer wieder derselbe Mist. So. Und die 10 da habe ich auch schon mal durch. Wie viel hast du jetzt weggeballert? Wie viel fehlen hier noch? Ein Getreide fehlt noch. Ja, das besorgen wir uns. Gar kein Thema, denn ich stecke fest. Ein Getreide fehlt uns noch. Ein Getreide. Ja, jetzt seht ihr einmal das Chaos, was hier hinterlassen worden ist. Ach ja. Deswegen wächst ja auch im Moment gerade nichts mehr. Hätte so schön alles nachwachsen können. Da. Ein Getreide. Das sind sogar zwei. Wunderschön, wunderschön. Und bitte den ganzen Mist wieder wegräumen? Ich. Ich glaube, die habe ich das letzte Mal zurückgelassen. Upp. Warte mal. Die beiden kommen auch schon mal mit. So, die beiden kommen da rein. Oh, halt, nein. Und die beiden da rein. So. Jetzt kann das nämlich mit. Oder haben wir da eigentlich welche gekriegt? Ja. Nicht mit dir. Nein, nicht essen. Bist aber auch dumm zum Kacken, meintes Mal. Das hier kannst du wegfressen. Brauchen wir sowieso nicht. Ja, bäh. Ist aber schuld, was sammelst du die Scheiße auch? Das ist alles keine Nährwerte. Hm. Aber ich will nicht, dass hier überall dieser ganze Müll rumliegt. Dieser macht sowieso keinen Dünger. Ja, bäh. Sagt er mir auch mal. Wie 30 Sekunden noch. Ah, gut. Die. Ach, du hast das schon. Okay. Ist ja komplett nichts. Ah, die große müssen ja eigentlich auch weg. Ich glaube, bis hier vorne müssen wir das schon machen. Das Gemeinschaftshaus. Denke ich. Weil der gerade wieder läuft. Hier, mach erstmal den Scheiß weg. Sind nur 40 Sekunden. Pilze. Haufenweise Pilze. Haben wir überhaupt noch so viele Pilze? Ja. Gut, wie viel Feuer hast du noch? Oh. Das ist nicht mehr viel. Bevor ich jetzt gleich wieder losgehe und das dann wieder heiße, oh nein, wir haben schon wieder zu wenig Holz. Das wäre natürlich wieder Mist.
Das wollen wir natürlich nicht, dass das passiert. Also alles abhacken, was jetzt hier oben drauf ist. Also ich bin schon voll. Dum, 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 dum. Mal die 5 packen wir noch da rein, damit können wir demnächst dann auch unsere Schaufel noch mal reparieren. Das ist wundervoll. Wo ist es denn? Da ist es. Hier haben wir noch mal 10. Und hier sind noch mal 3. So. Jetzt hast du einmal wieder voll. Dann ist so Pilze hergestellt. 20 Minuten. Können wir schon mal hier wieder ein bisschen was rausfressen. Für der. Hat da jetzt immer wieder was Neues raufkommt? Oder verdämmen die alle zusammen? Oder ist das denn so, oh ja, das kam zuletzt rauf. Das ist jetzt unser Richtwert. So, die 60 da nochmal rein. Die 23 da nochmal rein. Haben wir noch mehr? Nö, aber wir haben hier noch ein bisschen Frieden. Friede vor der Eierkuchen. Und das könnte man nicht auch mal wieder machen, oder? Weiß gar nicht. So, so, so. Das gehört da auch noch dazu. Hi, Mami. Hey, Pupsi. Hi. Guck mal. Ah, ja. Was hast du denn für ein gutes Gesicht? Das machen wir da auch noch mal zu. So, dann haben wir schon mal wieder ein Farbe verbraucht. Ja, aber nicht so ganz so laut, bitte, mein Schatz. Ich habe eine Idee, was wir tun können. So. Gut, ich habe auch noch nie so eine Schildkröte klettern gesehen. Oh, hier sind relativ viele Fische. Und Haie. Okay, die Fische stacken an laufenden Baum fest. Gut. Kann ich auch nicht alles gleichzeitig haben. Na, Schildkröti? Da, 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 da. Weißt du, ich habe gerade ein schönes Picknick gemacht. Oh ja, hast du? Ja, mit Wackelpudding. Mit Wackelpudding? Wow. Mit ein. Nur ein. Ja. Ein Wackelpudding. Guck mal, Mami, jetzt kann ich das Einhorn sogar im Wagen ziehen. Ja. Ja. Cool. Wow, da müssen wir doch vielleicht noch ein bisschen weiter rüber. Ich würde sagen, bis hierhin können wir machen, oder? Das muss ja relativ groß sein. Also ich würde das so wie mein voriges Haus machen. Und dann einfach hier irgendwie vielleicht auch ein bisschen Platz lassen. Schildkröte, das. Hui! Achso, ich wollte gerade sagen, was guckt da denn raus? Aber das ist Stein. Ach, ich weiß noch nicht, wie ich das machen will. Wie mache ich das denn am besten? Oder brauche ich das doch in Klotzform? Bis hier vorne. Denn bis hier muss das auf jeden Fall gehen. Und dann müsste das eigentlich hier irgendwo vorne aufhören. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht machen wir hier auch erstmal das ganze Leben weg.
Es wird gejagt. Jagdsaison ist anscheinend eröffnet. Ja, ihr findet das auch toll, dass ihr jetzt da unten durch könnt, ne? Das ist doch super. Das freut mich. Was ist das da? Kalkstein? Kalkstein, okay. Na, wieder alles voll. Natürlich. Ja. Wie blöd kann man denn sein, wenn du nicht schwimmen kannst, da reinzurennen? Also wirklich. Diese Spinnen sind so ekelig, ne? Ugh. Ein bisschen Sand. Und überall sind diese blöden Spinnen hier. Erde. Nee. Müssen wir mal Boden machen. Boden. Mal kurz ein bisschen Boden hier wegkriegen. So, mal kurz ein paar Steine wegkloppen. Na, komm her. Oh, bist du noch ein Gelber? Tup. Ich glaube, das wird scheiße aussehen, wenn man dann... Die. Ich kann nicht mehr reden. Ja, genau das finde ich auch. So. Da packen wir da jetzt auch erstmal nochmal mit rein. Bist du denn jetzt, Gubbel? Habt ihr euch wieder gegenseitig ersoffen? Ist es wieder soweit? Kommt sowieso gleich wieder. Lager ist voll. Ja. Das Lager ist voll. Haufenweise scheiß Erde. Ich nicht weiß, wohin damit. Die ganze Mist. Die ganze Rotz hier. So, hier haben wir noch mal viel mehr Sand. Das können wir da auch schon mal reinschmeißen. Sand, bitte. Danke. Ich habe keine Ahnung, wo der überhaupt der Bogen richtig hin soll. Aber Hauptsache, wir haben schon ein bisschen den los. So. Er sagt 4 Stück noch. Okay. Ich sag nichts mehr. Wir fangen wieder von vorne an. Können wir damit auch die ganze